Miniseminar Der Cannulator. Cannabisöl herstellen mit dem Cannulator. Die ideale Hausmedizin wird selbst gemacht. Der Cannulator ist ein Cannabisöl-Extraktor, mit dem man in ca. 2 Stunden reines Cannabisöl gewinnt. Man erhält immer ein Produkt von gleicher Stärke und benötigt 50% weniger Alkohol. Egal, ob man das Öl in Europa, Amerika oder am Südpol herstellt, überall haben die Cannabisöltropfen eine vergleichbare Stärke. Wiegen. Wiege zunächst das leere Glas. Denn wenn du vorher das leere Glas gewogen hast, kannst du hinterher immer berechnen, wie viel Öl du gewonnen hast. In diesem Seminar gehen wir von 20 Gramm Cannabis aus, die 2 Gramm reines Cannabisöl erbringen sollen. Durch die Verdünnung mit Olivenöl erhält man ein 10 Milliliter Fläschchen rund 250 Tropfen. Nimm 20 Gramm Cannabis. Es macht keinen Unterschied, ob es sich um teure Blüten oder um günstige Blätter handelt. In den Cannabisblättern befindet sich vielleicht etwas weniger THC, doch die Qualität ist die gleiche und der Preis viel geringer. Wenn du die Hanfpflanzen selbst angebaut hast, ist das Öl natürlich sehr günstig. Außer der Wurzel und den Stängeln kannst du die gesamte Pflanze verwenden und erntest daher problemlos 100 bis 300 Gramm pro Pflanze, aus denen du ungefähr 10 bis 30 Gramm Cannabisöl herstellen kannst. Wiegen. Zerreibe den Hanf mit einem Sieb oder ganz einfach zwischen den Händen. Cannabis muss sehr trocken sein, damit man ihn ganz einfach zerreiben kann. Auf diese Weise wird die Menge reduziert und der Durchfluss des Alkohols reguliert. Führe diesen Schritt besser nicht mechanisch aus, weil sonst das Harz beschädigt wird. Füllen. Fülle die 20 Gramm Hanf in die Glasröhre. Am Boden der Glasröhre befindet sich eine kleine Öffnung, die zwar den Alkohol, jedoch nicht den Cannabis durchlässt. Drücke den Hanf beim Einfüllen gleichmäßig und vorsichtig in die Röhre. Auf diese Weise erfolgt der Durchfluss gleichmäßiger und außerdem passen sonst nicht 20 Gramm in die Glasröhre. Nimm zum Andrücken den Stiel des Schabers. Luft. Führe einen Luftschlauch durch das Loch im Henkel bis zur Öffnung der Mischbecher. Wenn mit einer Aquariumpumpe Luft zugeführt wird, verdampft die Flüssigkeit 3 bis 4 Mal schneller. Achtung, der Luftschlauch muss nicht im Alkohol hängen. Aufgießen. Fülle 120 ml Alkohol in kleineren Teilen oben in die Glasröhre. Nimm das 6-fache Cannabisgewicht an Milliliter Alkohol. In diesem Beispiel, das von 20 Gramm Cannabis ausgeht, wären dies also 120 ml Alkohol. Verdunsten. Stelle den Kocher auf die höchste Stufe, das sind 100 Grad Celsius. Der Alkohol verdunstet brodelnd. Sorge für eine gute Belüftung oder führe diesen Vorgang unter einer Abzugshaube durch. Alkohol verdunstet bei 79 Grad Celsius. Solange sich noch Alkohol in dem Mischbecher befindet, steigt die Temperatur der Flüssigkeit nicht über 80 Grad Celsius. 95%iger Alkohol besteht zu 5% aus Wasser. Wenn der Alkohol vollständig verdunstet ist, steigt die Temperatur auf über 80 Grad Celsius und das Wasser beginnt zu verdampfen. Wenn du sicher sein möchtest, dass der Alkohol vollständig verdunstet ist, gib einfach noch ein wenig Wasser hinzu. Dekarboxylierung. Wenn das Wasser verdampft ist, steigt die Temperatur auf fast 100 Grad Celsius und es bilden sich kleine Bläschen. Die kleinen Bläschen bilden sich durch die Dekarboxylierung, bei der neues THC entsteht. Wenn nach 2 Stunden die Oberfläche der Flüssigkeit glatt bleibt und sich keine neuen Bläschen mehr bilden, sind die 2 Gramm reines THC-Öl fertig. Vermischen. 2 Gramm reines Öl reichen für ein 10 Milliliter Fläschchen mit normaler Stärke, wir nennen das 5-fach verdünnt, das rund 250 Tropfen enthält. Du kannst natürlich auch noch mehr verdünnen, dadurch kannst du noch besser dosieren. Aus 2 Gramm reinem Öl erhält man ein Fläschchen mit normaler Stärke oder 2 Fläschchen für empfindliche Personen oder 3 Fläschchen als Erhaltungsdosis für Kinder oder Haustiere. Gib 1, 2 oder 3 10 Milliliter Fläschchen Olivenöl hinzu. Erhitze die Flüssigkeit und rühre sie 5 Minuten lang sorgfältig um. Du kannst verschiedene Sorten Öl verwenden, jedoch hält sich Olivenöl am längsten und ist immer verfügbar. Achte vor allem auf den Geschmack des verwendeten Olivenöls, denn der ist alles entscheidend. Aufbewahrung. Wenn du alles vermischt hast, kannst du das warme Gemisch in die Fläschchen füllen. Bei Zimmertemperatur bleibt die Mischung mindestens 1 Jahr lang haltbar. Im Kühlschrank hält sich das THC-Öl jahrelang. Du solltest jedoch bedenken, dass kaltes Öl steif wird und keine Tropfen mehr bildet. Wiegen. Wiege nun das volle Glas. Wenn du zu Beginn das leere Glas gewogen hast, kannst du jetzt ganz einfach ermitteln, wie viel Öl du letztendlich gewonnen hast.
Ziehe das Gewicht des leeren Glases von dem Gewicht des Glases mit dem Öl ab. In diesem Beispiel sind das 106 minus 97 gleich 9 Gramm. Gib hier 36 Gramm Olivenöl hinzu, um das Öl fünffach zu verdünnen. Hinweis: Cannolator ist ein eingetragener Markenname, der nicht ungefragt verwendet werden darf. Zudem ist die Extraktionsmethode patentiert. Medivit möchte nicht zu Gesetzesverstößen animieren, ist jedoch der Meinung, dass Menschen, denen mit den herkömmlichen Medikamenten nicht geholfen werden kann, das Recht besitzen, alles zu unternehmen, damit sich ihre Lebensqualität verbessert. Die Herstellung und Anwendung von Cannabisöl ist nicht legal und erfolgt ganz